Menschen, die aus toxischen Beziehungen kommen, beziehungsweise in toxischen familiären Umfeld groß geworden sind, behandeln sich selbst, wenn sie dieses Umfeld verlassen haben, oftmals noch sehr toxisch. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge meines Podcasts Endlich Ich. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ja, schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und eingeschaltet hast, um ja dir ein paar stärkende Gedanken zu holen. Denn heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema für alle, die mit Toxizität, die toxisch behandelt worden sind und die in toxischem Umfeld groß geworden sind oder längere Zeit aushalten mussten. Wenn du aus einer toxischen Beziehung kommst, dann weißt du, was es bedeutet, wenn man abgewertet wird, ständig kritisiert wird, wenn du ja dich ständig rechtfertigen musst, andere gegen dich arbeiten und du ja gar nicht mehr aus dem Außen heraus freundliche Zuwendung bekommst und ja, einfach schöne, positive Gefühle. Ebenso, wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo du viel zu wenig Liebe, Anerkennung, zu viel, ja, Lebensfreude, Leichtigkeit und Spaß, zu wenig besser gesagt, Lebensfreude, Leichtigkeit und Spaß erlebt hast, dann ist oftmals die Folge, dass selbst wenn wir vielleicht schon erwachsen sind und unsere Familie verlassen haben oder wir sogar schon aus der Beziehung ausgebrochen sind und unsere Partner verlassen haben und eigentlich frei sind, wir uns trotzdem weiterhin so behandeln, wie wir es gewohnt sind. Das bedeutet, wenn diese Stimme zum Beispiel in deinem Kopf, dieser innere Kritiker, der permanent auf dich einbabbelt, hast du dir schon mal überlegt, wessen Stimme das eigentlich ist? Fühl mal hinein, wenn du mit dir redest. Wessen Worte sind das tatsächlich? Du hast hier schon wieder nicht das gut genug gemacht. Jetzt bist du nicht schnell genug gewesen. Ach, du bist aber auch so dumm. Warum hast du jetzt nicht noch schnell die Wäsche gewaschen? Du hättest eigentlich deinen Freund anrufen müssen. All diese Dinge. Diese Stimme nennt man in der Psychologie den inneren Kritiker oder auch den inneren Antreiber. Dieser innere Antreiber redet halt pausenlos mit uns. Und wenn du ein Gefühl für ihn bekommen möchtest, dann setz dich mal einen Tag lang hin und schreibe dir auf, was er dir alles erzählt. Ja, was du dir selbst in deinem Kopf alles erzählst. Und dann schau noch mal drüber und guck mal. Das hätte Papa zu mir sagen können. Ja, das hat Mama immer zu mir gesagt. Oder das ist ein typischer Satz. Das hat mein Ex so gewollt. Oder so hat er mich behandelt. Und hier merken wir sehr oft, dass wir zwar die toxischen Menschen verlassen haben, aber die Toxizität immer noch in unserem System ist. Und mir ist heute wichtig, da mal hinzuschauen, weil das ein Anteil von dir geworden ist, wofür du dich bewusst gegen entscheiden kannst. Also wofür du aufstehen kannst und sagen kannst, hey, ich will die Toxizität nicht mehr in meinem Leben haben. Und das bedeutet eben auch, dass ich diese Stimmen, diese negativen Gedanken, diese eigene Abwertung, das Schlechtmachen, das Kleinmachen einfach loslasse. Dass ich mir bewusster über meine Gedanken, über mein Handeln und über mein ganzes Sein werden darf. Das ist ein super, super großer Schritt, den du zu gehen hast, wenn du in deiner Persönlichkeitsentwicklung weiter wachsen willst, weil du dich eben von der Toxizität komplett befreien möchtest. Also, hör dir diese innere Stimme an und schau mal, wer so mit dir redet. Und wenn das wieder kommt, dann versuch es bitte an die Seite zu schieben. Dann sage dir, ah, Mama, da bist du schon wieder, streng wie immer. Und dann schiebe sie an die Seite. Ich wähle heute neu. Ich möchte liebevoll, sanft, gütig, mitfühlend, freundlich mit mir umgehen.
Damals, als ich das gelernt habe zu transformieren, habe ich mir immer vorgestellt, als würde auf der einen Seite das Teufelchen sitzen und auf der anderen Schulter eben der Engel. Und immer wenn der Teufel, der innere Kritiker, der Antreiber wieder gesagt hat, das hast du nicht gut gemacht und so hättest du reagieren sollen, dann habe ich immer gesagt, okay, was sagt denn mein Engelchen dazu? Was sagst du denn dazu? Und dann hat sie gesagt, ja, hättest du vielleicht dran denken können, aber ist doch nicht schlimm, kannst du noch nachholen. Es ist egal, ob du heute gebügelt hast, die Wäsche bleibt, machst du morgen. Es ist wichtig, dass du dich auch mal vielleicht draußen hinlegst und entspannst. Ja? Du kannst auch mal 5 Grade sein lassen, du musst nicht immer alles richtig sofort und ohne Fehler machen. Mit diesem teuflischen Engelchen habe ich mit der Zeit gelernt, meine eigene Art und Weise, wie ich mit mir rede, wie ich mich behandle, wie ich mich fühlen möchte, zu beeinflussen. Weil ich konnte dann nach und nach in ein neues Ich wachsen, was eben nicht mehr toxisch ist, sondern was wohlwollend und liebevoll zu mir ist. Also bitte schau auf den inneren Kritiker in deinem Kopf. Schreib alles auf und du kannst auch, wenn du dich wieder und wieder erwischt, dass du immer irgendwie negativ weiterhin mit dir redest und dich ständig selbst kritisierst, ein Gummiband ums Handgelenk machen und immer zack, es schnipsen lassen, wenn du wieder gemein zu dir warst oder wenn du wieder in dein altes Ich rutscht oder wenn du entdeckt hast, dass wieder noch immer andere Menschen dein Gehirn besetzt haben. Mit der Zeit lernst du, neu zu denken. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges zustande. Denn viele Menschen gehen aus einer toxischen Beziehung heraus und sind sehr traurig über all das, was ihnen widerfahren ist. Und das ist auch absolut verständlich. Gleichzeitig bleiben sie aber auch manchmal in dieser Opferperspektive, machen die anderen für alles verantwortlich und wundern sich, dass sie vielleicht nach 1, 2, 3 oder noch mehr Jahren immer noch nicht wirklich losgekommen sind aus all dem Mist, den sie erlebt haben. Und deshalb möchte ich dir heute mit an die Hand geben, so etwas gehört dazu, dass du neu wählst, dass du neu entscheidest, dich und deine Gedanken auf ein neues Level bringst, wo du anfängst, dich besser zu versorgen und besser dich um dich selbst zu kümmern. Wenn du noch mehr Toxizität aus deinem Leben herauslassen möchtest, dann fang an und höre auf, permanent nur das Negative zu sehen. Es ist toxisch, immer nur darauf zu gucken, welche Ängste kommen, welche Sorgen sind da, was habe ich alles falsch gemacht, woran glaube ich nicht, woran vertraue ich mir nicht, diese ganzen negativen Gedanken und Gefühle, die darfst du nehmen und ebenfalls aus deinem System entfernen. Denn Ängste zu haben, ist schwer und das auszuhalten, ist schrecklich. Aber wobei helfen dir deine Ängste, wenn du noch nicht wirklich in Gefahr bist? Angst ist ein wichtiges Tool, den braucht der menschliche Körper, dass wenn wirklich, weiß nicht, die Straßenbahn ankommt, du von den Schienen rennen kannst. Und dafür brauchst du Angst, damit die Durchblutung, die Muskelsysteme sofort anspringen, ne, und du dich retten kannst. Aber du musst nicht zu Hause sitzen und dir darüber Sorgen machen oder Ängste entwickeln, was vielleicht in einem halben Jahr oder im Jahr in deinem Leben Schlimmes passieren könnte. Auch dieser Gedanke, ich werde nie mehr geliebt, ich werde nie mehr einen Partner haben. Welche Beweise gibt es dafür? Glaubst du, dieser Gedanke hilft dir, um wirklich wieder in eine Beziehung zu kommen oder in die Liebe zu kommen? Schau bitte hier ganz genau hin, welche negativen Gefühle sind gerechtfertigt, welche Ängste sind gerechtfertigt, welche Sorgen, wenn du Menschen um dich herum hast, die gerade krank sind oder in Not sind und du dich um sie sorgst, so, dann ist das richtig, dann gehört das dazu. Aber wir machen uns häufig so, so viele Sorgen, die überhaupt nicht anstehen. Ich selbst kann sagen, die meisten Dinge, über die ich mir Sorgen gemacht habe, sind nie eingetreten, weil trotzdem immer irgendwas anders kam, was für mich war, was gut war. Und deshalb ist es so viel verschenkte Energie und so viel Zeit, die verloren geht, in der du toxisch gegen dich selbst bist. Deshalb versuche, diese negativen Gedanken abzulegen.
Das Dritte, was definitiv toxisch ist, und das kennt ihr alle, wenn ihr es gewohnt wart, auf Eierschalen zu laufen, damit der Narzisst euch nicht wieder abwertet, explodiert oder irgendein Konflikt im Haus ist, nämlich Perfektionismus. Perfektionismus hindert uns am Glücklichsein, weil niemand auf dieser Welt perfekt ist. Niemand. Und weil Perfektionismus oder Perfektsein ein künstlicher Zustand ist, der nicht erreicht werden kann, selbst nicht von perfekten Maschinen. Auch die machen Fehler, auch die fallen aus, auch hier kommt es zu irgendwelchen Dingen, die so nicht hätten laufen sollen. Niemand, wirklich niemand und nichts ist auf dieser Welt perfekt. Sag mir, warum willst du es sein? Ja, damit du nicht angegriffen wirst. Aber wer greift dich wirklich an, wenn du aus deiner toxischen Beziehung raus bist, wenn du vielleicht von deinen Eltern nicht gelöst hast und jetzt alleine lebst? Wenn du anfängst, dir zu sagen, gestern wollte ich perfekt sein, heute bin ich gut, dann kommt da so eine Milde auch rein, dir selbst gegenüber und eine Menschlichkeit, was Vertrautes, was Freundliches. Es ist schwierig, sich selbst so oder optimieren zu wollen, dass man einen Zustand erreichen will, den es überhaupt nicht zu erreichen gibt, den keiner erreichen kann. Und vielleicht wird dir auch wieder klar, dass dieses Verhalten höchst, höchst toxisch ist. Und es macht dich auch unzufrieden und es lässt dich auch immer auch hier in den Gedanken drin, wie du dich gefühlt hast, als du eben noch mit dem toxischen Umfeld warst. Du wirst scheitern, wenn du perfekt sein willst. Deshalb versuche das loszulassen. Und gut genug zu sein, reicht. Und sein Bestes zu geben, reicht. Aber sich aufzuopfern und sich selbst zu verraten oder vielleicht auch gegen sich zu arbeiten, tagtäglich, damit man andere Leute zufriedenstellt und ja, perfekt ist, das ist toxisch. Toxisch ist auch, wenn du anfängst, deine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, wenn du vielmehr danach guckst, wie es dem anderen geht, ne? Wenn du den Wert des anderen über deinen eigenen stellst, wenn du in Kauf nimmst zu leiden, ohne zu gucken, wie es dir tatsächlich geht. Wenn du in schlechten Beziehungen, die müssen nicht immer toxisch-narzisstisch sein, aber du bist einfach nicht glücklich, wenn du darin aushältst oder in schlechten Freundschaften oder womöglich an einem Arbeitsplatz. Vielleicht hast du einen Job, der dir nicht gefällt und du hältst da aus, du arbeitest gegen deine Bedürfnisse, du arbeitest gegen das, was dich glücklich macht, dann ist das toxisch. Dann bist du toxisch gegen dich selbst und es nützt dir eben nichts, die Toxizität zu verlassen, wenn du dich nachher immer noch genau so schlecht weiterhin behandelst. Versuche eben, alle negativen Beziehungen aus deinem Leben zu eliminieren oder zumindest deutlich runterzufahren, wo es gar nicht geht. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich nicht glücklich machen, die nicht gut für dich sorgen, die dich ausnutzen auch immer noch, dich noch missbrauchen, die einfach ja, dir schaden, dann lass die los. Denn auch sonst bist du toxisch gegen dich selbst. Ich hoffe, du verstehst, wie weit das toxische Verhalten oder diese toxischen Behandlungen von deinen engsten Mitmenschen, Menschen, die das eigentlich besser hätten wissen müssen, die dich hätten lieben müssen und ja gut für dich sorgen müssen und dir ganz, ganz viel Wärme, Nähe, Anerkennung und gesehen werden entgegenbringen müssen. Diese Behandlung müssen wir erst löschen auf unserer emotionalen Festplatte, auf unserer kognitiven Festplatte. Wir dürfen all diese Dinge nach und nach verändern und loslassen. Und wenn du gerade da bist und Persönlichkeitsentwicklung machen möchtest und diesen Podcast bestmöglich nutzen möchtest, dann hör doch mal hin, in dich hinein und nimm vielleicht auch mal einen Zettel und einen Stift und frag dich mal, wo arbeite ich eigentlich die ganze Zeit gegen mich? Was tue ich mir an, was mir nicht gut tut oder womöglich schadet?
Wo mache ich mir zu viel Sorgen? Und wo will ich einfach noch perfekt sein? Du siehst schon, wenn du all diese Dinge, die ich gerade auch angesprochen habe, transformierst, neu programmierst, Wohlwollen zugewandt dir entgegen zugewandt, dann wirst du immer mehr die Toxizität aus deinem System rauslaufen oder eliminieren können. Du merkst, Selbstliebe ist eines der wichtigsten Tools, die du jetzt brauchst. Und auch hier möchte ich dir ein paar Dinge mit an die Hand geben. Schau in jeder Situation danach, dass das Positive herausgestellt wird. Das heißt, in jeder Situation, wo du gerade bist, suche den Fitzel Positivität da dran. Manchmal ist es ganz schwer, manchmal sticht es uns aber auch so ins Auge, aber wir sind gar nicht offen und sehend genug, um das wirklich wahrzunehmen, weil wir so in der Negativität verankert sind. Also mach es dir zur Aufgabe zu sagen, was ist wohl das Gute gerade an dieser Geschichte? Was ist das Gute daran, dass ich in einer toxischen Beziehung war? Ja, vielleicht das, dass ich jetzt anfange, besser mit mir selbst umzugehen und Selbstliebe zu lernen und mich zu sehen und für meinen Wert einzustehen und mich um mich selbst zu kümmern. Dann versuche eben freundlicher mit dir zu reden, mit dem Engelchen und dem Teufelchen, mit dem inneren Kritiker. Fang an, dir liebevolle Sachen zu sagen. Geh ins Bett, leg dich hin, schließ die Augen und überlege dir mindestens drei Dinge, die du an diesem Tag wirklich richtig gut gemacht hast, auf die du stolz sein kannst, wo du jemandem geholfen hast, wo du gut reagiert hast oder wo du vielleicht einfach etwas für dich getan hast. Drittens, krieg einen Zugang zu deinen eigenen Bedürfnissen. Höre auf, den Wert des anderen über deinen zu stellen und kümmere dich um dein eigenes Wohlbefinden. Nein, du wirst nicht narzisstisch sein, du wirst auch nicht egoistisch werden. Wenn du ein bisschen anfängst, dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann wirst du nach und nach merken, wie gut dir das tut. Und da du das eben nicht auf Kosten anderer machst, sondern freundlich zugewandt dir selbst gegenüber, wird das auch in einem gesunden Maß passieren. Glaube mir, jemand, der die ganze Zeit für andere gesorgt hat, bis der nur noch für sich sorgen würde und mega egoistisch wäre wie ein Narzisst oder eine Narzisstin, das ist so ein weiter Weg, den macht ihr nicht von jetzt auf gleich. Aber es ist wichtig, dass du weißt, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst, was dir gut tut und dann setz dich dafür ein. Und verlasse eben auch, schreib dir auf, wo bin ich noch in negativen Beziehungen? Wo leide ich noch immer? Und versuch diese zu minimieren und dich dort zurückzuziehen. Mach dir deine Werte bewusst. Ich finde immer, das ist eines der wichtigsten Tools gewesen für mich, als ich in die Transformation gegangen bin. Im Internet gibt es ganz viele Listen, wo alle Werte aufgestellt sind. Ich werde auch gleich noch eins in die Shownotes setzen. Und diese Wertetabelle, dann setzt du dich mal hin und arbeitest mal mindestens 30 Werte auf, wo du sagst, die sind mir wichtig. Diese schreibst du auf. Und wenn du diese 30 hast, dann vergleichst du die nochmal miteinander und guckst, welches das Wichtigste für dich ist. Und dann nimmst du wieder eins raus, bis du nur noch 10 Werte hast. Manche Werte sind sich auch sehr ähnlich, ne? Loyalität und Treue, ne? Respekt und Loyalität, ne? Wo man da einfach so gucken kann, was ist mir jetzt gerade von beiden wichtiger? Und wenn du 10 noch hast, dann schaust du nochmal und machst ein Ranking. Das Wichtigste von diesen 10 kommt auf Platz 1, das nächstwichtige auf Platz 2 und so weiter und so fort. Und im nächsten Monat nimmst du dann Platz 1. Nehmen wir an, das ist Respekt einzufordern, aber auch respektvoll zu sein. Und dann arbeitest du den ganzen Monat mit diesem Wert. Du bist respektvoll zu anderen, was dir wahrscheinlich gar nicht schwerfällt, aber gleichzeitig forderst du auch ein, dass man dich respektiert. Das heißt, in dem Moment, wo jemand deine Grenzen übertritt, setzt du deine Grenzen und versuchst wirklich dort für dich einzusetzen, für dich zu sorgen und zu positionieren und zu sagen,
Es geht gegen meinen Wert, wenn du mich so respektlos behandelst und ich verbiete dir das. Oder ich möchte das nicht mehr, dass du so respektlos mit mir redest. Und du merkst schon, es ist häufig viel, viel einfacher, wenn wir unsere fünf wichtigsten Werte auswendig kennen und leben, durchs Leben zu gehen, weil wir können viel leichter Grenzen ziehen, weil wir sofort ein Gefühl dafür bekommen, wann es unseren Wert überschreitet. Und immer wenn unser Wert mit Füßen getreten wird, werden wir demnächst ganz schnell wach werden und uns dann vielleicht auch besser für uns einsetzen. Selbstliebe ist das wichtigste Tool, um aus einer toxischen Beziehung herauszukommen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du Selbstliebe noch notwendig hast, dann schau auf jeden Fall mal auf meiner Homepage vorbei. Da gibt es den Kurs Ab jetzt liebe ich mich. Das ist ein Online-Kurs mit 6 Modulen für 149 €, die du schön zu Hause für dich in deinem Tempo aufarbeiten kannst, wo ich dir sehr viel darüber erkläre, wie du ins Selbstvertrauen kommst, ins Selbstbewusstsein, in den Selbstwert steigerst, in die Selbstannahme und die Selbstliebe kommst. Dazu gibt es transformierende Meditationen und auch ein PDF-Workbook. Also wirklich ein Kurs, der für wenig Geld dich echt voranbringt, aus deinen eigenen Selbstsabotagen im toxischen Verhalten dir gegenüber. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir sehr, sehr viel zeigen konnte und ich hoffe, dass du nun den Weg gehst und es schaffst und aufhörst, gegen dich toxisch zu arbeiten. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.